Alexei Nawalny auf dem Rückflug nach Moskau. Wenige Monate zuvor wurde er vergiftet, mutmaßlich vom russischen Geheimdienst. Zu diesem Zeitpunkt ist Nawalny der gefährlichste Gegenspieler von Präsident Putin. Seine Rückkehr ist eine Kampfansage. Er ist ein russischer Politiker. Die Rückkehr ist riskant, aber richtig. Im Ausland kann er nichts tun. Sofort macht man ihm den Prozess. Nawalny verschwindet ins Straflager. Es kommt jetzt auf jeden an. Auf jeden Bürger unseres Landes. Jeder von uns trägt Verantwortung für dieses Land. Fast ein Jahr ist seit Nawalnys Vergiftung vergangen. Ein Jahr, das das Land verändert hat. Sie ziehen die Schrauben an, immer fester und fester. Und ja, das ist so seit der Rückkehr Nawalnys. Dieses Jahr hat auch ihr Leben verändert. Drei Menschen, die ein anderes Russland wollen. Dies ist ihre Geschichte. Sie beginnt mit der Vergiftung Nawalnys. Im August letzten Jahres ist Alexei Nawalny auf einer, wie er später sagen wird, ganz normalen Dienstreise. Sie führt ihn nach Tomsk in Sibirien, 3000 Kilometer östlich von Moskau. In Russland stehen Kommunalwahlen an. Nawalny ist jetzt ständig unterwegs. Wenn ich schon durchs Land reise und überall der Regierungspartei den Krieg erkläre, soll diese Stadt eine der ersten sein. Sie hat so einen Krieg besonders nötig. Nawalny ist nicht unumstritten. Bekannt wurde er als Kämpfer gegen Korruption, doch er hat auch politische Ziele. Über sein landesweites Netzwerk gibt er Wahlempfehlungen, jeweils für die Kandidatinnen oder Kandidaten, die der Kreml-Partei am meisten schaden können. Die politische Richtung ist egal. In Tomsk macht er Wahlkampf für Ksenia Fadejeva. Sie ist 28, leitet sein Tomsker Büro und kandidiert für den Stadtrat. Auf seinem YouTube-Kanal stellt Nawalny sie vor. Den abonnieren Millionen. Wir sind eine Universitätsstadt. Im Stadtrat hält die Kreml-Partei fast alle Sitze. Das kann doch nicht die Realität widerspiegeln. Am letzten Abend geht Nawalny mit seinem Team schwimmen. Eine Angewohnheit. Er badet auf all seinen Reisen, wo immer es geht. Er übernachtet im Hotel Xander. Wohl hier streicht jemand Gift auf seine Kleidung. In der Nacht vor dem geplanten Rückflug nach Moskau. Der Rest ist zigfach erzählt. Nawalnys Schmerzensschreie. Die Notlandung in Omsk. Die Ärzte, die zunächst von Vergiftung reden und sie dann ausschließen, die am Ende eine Stoffwechselstörung diagnostizieren. Nawalny liegt im Koma. Nach zwei Tagen erteilt Russland die Erlaubnis, ihn nach Deutschland zu bringen, in die Berliner Charité. Ein Jahr später erinnert sich Ksenia Fadejeva in Tomsk noch genau an den Morgen, als sie auf Twitter von der Notlandung erfuhr. Sie habe gleich gewusst, sagt sie, das war ein Anschlag. Mir war klar, das trennt die Welt in ein Vorher und ein Nachher. Es gab immer diese Vorstellung, ja, das sind Gauner und Diebe. Aber ich dachte, dass sie einen politischen Gegner töten wollen, so weit gehen sie nicht. Jetzt stellt sich heraus, nein, das ist ganz normal. Und dass es in meiner Stadt passiert ist, das hat mich noch mehr geschockt. Ksenia ist mittlerweile Stadträtin. Einen Monat nach Nawalnys Vergiftung zog sie dank seiner Wahlempfehlung auf der Welle des Protests ins Tomsker Parlament.
Die Regierungspartei Einiges Russland hat immer noch die meisten Abgeordneten, aber die absolute Mehrheit hat sie verloren. Dass sie mit ihrem Nawalny-Aufkleber auf dem Laptop hier sitze, sei ein Riesenerfolg, sagt Xenia. Dennoch, verändern könnten sie und die anderen unabhängigen Abgeordneten wenig. Wir haben so oft gefordert, dass wegen der Vergiftung ermittelt wird. 7 Abgeordnete haben ans Ermittlungskomitee geschrieben, mit der Bitte, ein Verfahren zu eröffnen. Natürlich kam eine Absage. Es gäbe keinen Hinweis auf ein Verbrechen. In Berlin verkündet die Kanzlerin 10 Tage nach Nawalnys Ankunft in der Charité das genaue Gegenteil. Das Labor der Bundeswehr habe einen Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe nachgewiesen. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss. Tage später holt man Nawalny aus dem künstlichen Koma. Über Monate postet er jeden Genesungsschritt auf Instagram. Dann geht es Schlag auf Schlag. Investigativjournalisten von The Insider und Bellingcat veröffentlichen eine atemberaubende Recherche, laut der Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes FSB hinter dem Giftanschlag stecken sollen. Nawalny, noch immer in Deutschland, dreht das Ganze noch einen Schritt weiter. Er telefoniert mit einem der Männer, gibt sich selbst als Geheimdienstler aus und entlockt dem Gesprächspartner eine Art Geständnis über die Planung des Anschlags. Das Problem sei die Notlandung gewesen, sagt der Mann. Die habe die Situation, so wörtlich, nicht zu unseren Gunsten verändert. Wäre der Flug länger gewesen, wäre es anders ausgegangen, sagt er. Präsident Wladimir Putin, der Nawalnys Namen seit Jahren aus Prinzip nicht ausspricht, reagiert auf die Enthüllungen auf seine Art. Man muss ihn doch nicht gleich vergiften. Wen interessiert er? Hätten wir das gewollt, hätten wir es auch zu Ende gebracht. 5 Monate nach seiner Vergiftung entschließt sich Nawalny zur Rückkehr nach Russland, obwohl ihm dort ein Verfahren droht. Er habe während seiner Zeit in Berlin Auflagen einer international kritisierten Bewährungsstrafe von 2014 verletzt. Nawalny fliegt trotzdem. Blumen für den Heimkehrer. Am Moskauer Flughafen Vnukovo ist die Ankunftshalle voll. Auch draußen vor den Eingängen stauen sie sich. Warten auf Nawalny. Drinnen im Gewühl wartet auch Xenia Fadejeva. Sie ist extra aus Tomsk angereist. Ich weiß nicht, aber ich hoffe, wir können Alexei begrüßen und er kann einfach nach Hause gehen. Doch der Flug wird im letzten Moment umgeleitet an einen anderen Moskauer Airport. Alexei Nawalny, der Blogger und Antikorruptionskämpfer, ist zurück in dem Land, in dem man ihn vergiften wollte. An der Passkontrolle wartet die Polizei. Nawalny weiß genau, was das bedeutet. Viel Glück, Alexei, ruft jemand. Wir sind bei Ihnen. Удачи, Алексей! Мы с вами! Die Nacht verbringt er in einer Polizeistation. Am Morgen sind die Unterstützer da. Lasst ihn raus, rufen sie. Drinnen findet ein improvisiertes Schnellverfahren statt, im Vorraum der Polizeiwache. Ich verstehe nicht, was hier abgeht. Vor einer Minute haben Sie mich aus der Zelle geholt. Ich sollte die Anwälte sprechen. Aber es stellt sich raus, dass hier offenbar ein Gericht tagt. Irgendwelche Kameras, irgendwelche Zuschauer. Das Ganze nennt sich öffentliche Gerichtssitzung. Aus vielen Regionen sind Nawalnys Leute gekommen. Xenia Fadejeva hat sich längst mit ihnen besprochen.
Wir fliegen heute noch zurück. Jeder von uns wird jetzt in seiner Stadt Proteste organisieren. Spät am Abend bringen sie Nawalny bereits in Handschellen zum Gefangenentransporter. Vorher spricht er noch schnell einen Aufruf in eine Kamera. Ich fahre jetzt in die U-Haft. Ich sage euch, habt vor nichts Angst. Fürchten darf man sich nur vor der eigenen Angst. Am nächsten Tag erscheint ein Film, den Nawalny noch in Deutschland produziert hat. Er schlägt ein wie eine Bombe. Hallo, hier ist Nawalny. Zu dieser Recherche haben wir uns entschlossen, als ich noch auf der Intensivstation lag. Uns war klar, dass wir sie erst online stellen, wenn ich wieder in Russland bin. Der Held unseres Films soll nicht denken, wir hätten Angst vor ihm. Ein zweistündiger Film voller Polemik gegen Russlands Präsidenten. Der habe sich im Amt immer weiter bereichert und liebe den Luxus. Ein Palast für Putin heißt der Film. Nawalny zeigt Drohnenaufnahmen eines Anwesens am Schwarzen Meer, rekonstruiert die Innenräume. Er beruft sich auf Baupläne und Möbelrechnungen, die man ihm zugespielt habe, und auf Selfies von Arbeitern. Finanziert sei der Palast von Günstlingen und Putin-Freunden. Der Kreml dementiert. Putin ist ein Dieb. Auch im weit entfernten Wladiwostok haben sie den Film gesehen. In Tomsk demonstriert Ksenia Fadejeva. Wir wollen Veränderung, rufen die Leute hier. Selbst bei minus 42 Grad wird protestiert, in Jakutsk im fernen Osten Russlands. Im kleinen Mikun, gut 1000 Kilometer nördlich von Moskau, demonstriert nur ein einziger. Mit lautem Punkrock habe er sich damals Mut gemacht, erzählt der Geschichtslehrer Nikita Tushkanov. Er habe sich einfach gedacht, dass in Mikun noch nie jemand demonstriert hätte und dass es Zeit sei dafür. Ich habe mich regelrecht aus dem Auto gezwungen und mich dann auf den Platz gestellt. Habe in den Himmel geguckt und dann gedacht, was mache ich hier nur? Aber es kamen nicht nur negative Reaktionen. Es kamen auch Leute vorbei und sagten, wenigstens einer traut sich. Da war ich stolz auf mich. Nur das eine Foto hat er von seiner Aktion. Dass sich danach sein ganzes Leben ändern würde, hat er nicht geahnt. In mehr als 100 russischen Städten gibt es im Januar Proteste. Millionen Abrufe hat Nawalnys Film binnen weniger Tage. Doch den Leuten geht es längst um mehr. Es geht doch nicht um Nawalny, er ist nur das Symbol des Protests. Er hat dem Kreml den Federhandschuh hingeworfen. Wir sind die Korruption leid und die Mafia-Strukturen, die Putin hier eingezogen hat. Mit einem Wort, Putin ist ein Dieb, der sich an seinem Volk bereichert. Zeit, dass er geht. Es sind Zehntausende, die im ganzen Land auf die Straße gehen. Bei einer Meinungsumfrage eines unabhängigen Instituts geben auf der Höhe der Protestwelle 19% an, dass sie Nawalnys Arbeit gutheißen. Für russische Verhältnisse ist das viel, aber bei weitem keine Mehrheit. Ach, um Nawalny geht das hier. Das ist ein schlechter Mensch. Das sagen doch alle. Dennoch, es sind zu viele Unzufriedene, als dass der Kreml sie ignorieren würde. Spezialpolizei gegen friedlich Protestierende. Solche Szenen spielen sich im ganzen Land ab. Ja.
Am Tag nach der ersten großen Demonstration äußert sich überraschend der Sprecher des Präsidenten zu den Vorwürfen in Nawalnys Film. Das ist ungewöhnlich, denn üblicherweise ignoriert der Kreml Nawalny. Putin hat dort keinen Palast. Wir wissen seit langem, dass da sogenannte Enthüllungen vorbereitet werden. Das sind Informationsattacken gegen den Präsidenten, die sollen die Leute aufwiegeln. Sie haben nichts mit der Realität zu tun, das ist reine Lüge. Jetzt wird es heißen, auf diesen nicht genehmigten Protesten seien viele gewesen. Nein, es waren wenige. Viele sind die, die Putin wählen. Einen Tag später lässt sich sogar Präsident Putin selbst zum Thema Palast aus. In einer Fragestunde mit Studierenden. Nawalnys Name wird auch hier nicht erwähnt. Bei YouTube trendet ein Video über einen Palast, den sie angeblich besitzen. Wladimir Wladimirovich, stimmt das? Ich habe diesen Film nicht gesehen. Ich habe keine Zeit für so etwas. Aber ich habe einige Ausschnitte durchgeschaut, die meine Helfer mir ausgesucht haben. Ich will gleich klarstellen, nichts, das dort aufgeführt wird, gehört mir oder meinen nahen Verwandten oder hat jemals mir oder meinen nahen Verwandten gehört. Niemals. Und dann meldet sich auch noch ein enger Vertrauter Putins zu Wort. Der Milliardär Arkadi Rotenberg erklärt, in Wahrheit gehöre das Anwesen ihm. Es ist jetzt kein Geheimnis mehr. Ich bin der Begünstigte. Es ist ein kompliziertes Objekt. Es gab viele Geldgeber. Aber ich habe das nun übernommen. Bauen Sie dies für sich oder für andere Leute? Wir wollen ein Apartment-Hotel bauen. Deshalb gibt es so viele Räume. Ich mag das Hotel-Business sehr. Dass da etwas gebaut wird im Wald bei Gelendzhik am Schwarzen Meer, wusste man seit mehr als 10 Jahren. 2011 gelang es Umweltschützern, einen Blick zu erhaschen auf das riesige Gebäude. Dann war Schluss. Geheimdienstbeamte nahmen ihnen die Kameras ab. Eine Speicherkarte konnten sie retten. Mit diesen Fotos. Eine Residenz für Staatsgäste baue man, hieß es zunächst. Dann ein Erholungsheim für Kinder. Aber schon damals sei ihm klar gewesen, dass da jemand anderes einziehen wird, sagt Dmitri Schewtschenko. Er hat die Fotos gemacht. Mich hat gleich gewundert, dass der Paradeeingang vom Meer abgewandt ist. Auf der Rückseite quasi. Da ist auch der Park. Und zur Meerseite steht dichter Wald. Da hätte man doch normalerweise eine Aussichtsterrasse oder sowas hingebaut. Ich habe erst später verstanden, die Aufgabe war, das Objekt zu verstecken. . 2011 tauchten auch diese Selfies zum ersten Mal auf. Arbeiter machten sie auf der Baustelle. Dann blieb es lange ruhig um das mysteriöse Anwesen. Es war zu riskant, darüber zu berichten. Bis zu Nawalnys Film. In Moskau überzieht die Staatsanwaltschaft Alexei Nawalny mit Anklagen. Einmal gibt es gar 2 Verfahren an einem Tag. Auch der Vorwurf, er habe in Deutschland Bewährungsauflagen verletzt, wird verhandelt. Es geht um ein altes Verfahren, das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte damals als unfair eingestuft hatte. Anfang Februar fällt ein erstes Urteil. 2,5 Jahre Straflager. Zwei Wochen nach dem Urteil, am improvisierten Mahnmal für den 2015 ermordeten Oppositionspolitiker Boris Nemtsov. Ein junger Mann dort wirkt wie ein Tourist. Er sei aus der Provinz, sagt er, und habe gerade sein Leben auf den Kopf gestellt. Ich war Polizist, aber ich habe jetzt gekündigt, wegen der Verurteilung von Alexei Nawalny.
Aus politischen Gründen kündigen und offen darüber reden, dazu gehört Mut. Hat er keine Angst? Wie viel Angst kann man haben? Nemtsov hatte keine Angst. Nawalny hat auch keine. Alle müssen verstehen, dass es auf jeden ankommt, dass jeder von uns Verantwortung hat für das Land. Sergei kommt aus Ivanovo, 250 Kilometer östlich von Moskau, eine Industriestadt. Eigentlich wollte er Karriere machen bei der Polizei. Sergei ist 28, hat Jura studiert. Andere werden Arzt, weil sie helfen wollen, sagt er, oder gehen zur Feuerwehr. Ich wollte immer schon das Unrecht bekämpfen. 5 Jahre war er Polizist, hätte es mit dem Studium weit bringen können. Er lebt jetzt erstmal vom Ersparten und bloggt bei YouTube und Instagram. Seine Kündigung hat er online erklärt, noch in Uniform, am Tag des Urteils gegen Nawalny. Er habe schon länger Zweifel gehabt, sagt Sergej. Das Urteil sei der letzte Tropfen gewesen. Und Videos wie dieses. Ein Polizist tritt zu. Der tritt einfach eine Frau nieder. Und bekommt kein Verfahren, keine Bestrafung dafür. Ich will nicht mehr Teil dieses Systems sein. Ich würde mich schämen für die Gewalt, auch wenn ich selbst nicht dabei gewesen wäre. Sergej war an Nawalnys Straflager, hat Alexei, komm raus in den Schnee geschrieben und das Ganze gepostet. Ja, riskant, sagt er, aber ich konnte nicht anders. Du kannst es später bereuen, wenn du jetzt dein Gewissen betrügst. Und nicht nur das, du wirst es am eigenen Leibe spüren. Das, wovor du jetzt die Augen verschließt, wird dich einholen. Es wird dich selbst betreffen. Im kleinen Mikun wird der Geschichtslehrer Nikita Tuschkanow schon 2 Tage nach seinem Protest zur Schuldirektorin zitiert. In ihrem Büro sitzen 2 Vertreter der regionalen Schulbehörde. 2 Monate später wird ihm gekündigt, formal aus einem anderen Grund. Kein Wunder, sagt er, dass er sich als Einziger getraut habe zu demonstrieren. Wenn man sich diese Stadt anschaut, Mikun, hier bedeutet eine Kündigung eigentlich das Aus. Deshalb verstehe ich die Menschen, die Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Für mich ist es schwer, aber kein wirklich ernsthaftes Problem, die Arbeit zu verlieren. Ich habe keine Hypotheken, keine Familie, keine Kinder. Das heißt, ich bin nur für mich selbst verantwortlich. Nach dem Urteil gegen Alexei Nawalny wissen Anwälte und Familie zunächst tagelang nicht, wohin man ihn gebracht hat. Dann ist klar, er verbringt eine Art Quarantäne im Untersuchungsgefängnis von Kolchugino. Nur aus der Ferne kann man es filmen. Kolchugino ist eine Kleinstadt mit 45.000 Einwohnern. Das Gefängnis einer der großen Arbeitgeber hier. Auf dem zentralen Platz steht Lenin, eine Stadt wie viele in Russland. Über den prominenten Häftling will kaum jemand reden. Und die, die reden wollen, halten ihn für von den USA bezahlt. Jeder macht Geld auf seine Weise. Wir verdienen nur Kopeken. Es ist nicht alles gut hier, natürlich. Anderswo auch nicht. Aber ich gehe auch nicht zur US-Regierung und hole mir da Geld ab. Wer bezahlt ihn? Mehr muss ich nicht sagen. Ich weiß nur, was sie im Fernsehen sagen. Der ist mir total egal. Sergej Rimski hat mit seinen Kollegen früher bei der Polizei nicht über Nawalny geredet. Die meisten, sagt er, sind weit weg von Politik.
Im März ist er auf dem Weg nach Moskau zum Seminar für angehende Lokalpolitiker und Politikerinnen, organisiert von einer Bürgerrechtsgruppe. Leute von überall her, die jetzt in die Politik wollen oder es schon sind. Auch Ksenia Fadejeva aus Tomsk ist extra angereist. Auf dem Podium prominente Oppositionelle. Nach nicht mal einer halben Stunde stürmt Polizei den Saal, nimmt jeden und jede fest. Die Organisatoren seien in Russland unerwünscht, heißt es. Einen Teilnehmer erwischt es mitten in unserem Interview. Es gehe hier um Russlands Zukunft, sagt der gerade. Sie machen das einfach. Mich wundert nichts mehr. Da, noch mehr Polizei. Auch Sergej wird festgenommen, zum ersten Mal in seinem Leben. Er wird mit einer Geldstrafe davonkommen. Draußen stehen 13 Polizeibusse bereit. Eine Menschenrechtsgruppe meldet später fast 200 Festnahmen. Im Land wird es immer ungemütlicher für die Opposition. Julia, держись! Держись, Zu jeder Tages- und Nachtzeit kann die Polizei vor der Tür stehen, an die Tür hämmern oder sie aufbrechen. Durchsuchungen bei Verwandten Nawalnys, in seinen Büros, bei seinen Teams im ganzen Land, mit immer anderen Begründungen. Als die Polizei auch bei Nawalnys Ärztin auftaucht, sogar mit Kameramann im Schlepptau, spielt die einfach weiter Klavier. Längst nicht alle lassen sich einschüchtern. Handybilder aus der Haft. Allein in Moskau müssen nach den Demos mehr als 1000 Menschen bis zu 2 Wochen ins Gefängnis. Abschrecken soll das wohl und es funktioniert. Die Proteste werden weniger. Im Vergleich mit anderen, sagt Nikita Tushkanov, habe ich noch Glück gehabt. Man hat mich nicht eingesperrt. Aber Nikita hat seine Stelle verloren. Nach der Kündigung hat er im kleinen Mikun keine Zukunft mehr. Ein Lenin-Denkmal, 9000 Einwohner und ein Monitor, der zeigt, was alles schon schöner geworden ist hier. Trostlos wirkt es dennoch, selbst im Sommer. Die größten Arbeitgeber hier sind die Gasleitungsfirma, das örtliche Gefängnis und der Güterbahnhof. Ein halbes Jahr, nachdem er hier als einziger demonstriert hat, zeigt uns Nikita, wo genau er gestanden hat. Hier war das, gleich neben dem Lenin. Überall war Schnee, aber da war eine geräumte Stelle. Nein, ich habe das alles nicht erwartet. Maximal habe ich damit gerechnet, dass sie mich zum Gespräch zitieren, dass die Direktorin mich vielleicht verwarnt. Die Kündigung kam nur 2 Monate, bevor seine Klasse, die Abschlussklasse, Examen macht. Er sieht vielleicht nicht aus, wie man sich einen Geschichtslehrer vorstellt, aber die Kinder mochten ihn. 26 ist er. Nawalny bewundert er für seinen Mut, aber er sei gar nicht für ihn auf die Straße gegangen, sondern für die Freiheit, seine Meinung zu äußern. Das Plakat, mit dem er auf dem Platz stand, hat er noch. Schweig oder stirb steht darauf. Du sollst entweder schweigen und dich in eine Ecke verkriechen. Oder wenn du dich traust, was zu sagen, dann wirst du leiden. Mit stirb meine ich nicht wirklich sterben, obwohl wir ja sehen, dass man sein Leben riskiert. Ich meine, dass man den sozialen Tod stirbt. Nikita meint auch sich selbst. Viele hätten sich abgewandt von ihm. Nur meine Schulklasse nicht, sagt er.
Die Kids sehen doch im Internet, was wirklich los ist. Nur wenige in dem Alter gucken fern. Die Erwachsenen kriegen die Nachrichten im Fernsehen. Die gucken in diesen quadratischen Kasten und schlucken alles. Entlassen wurde er offiziell nicht wegen des Protests, sondern wegen unmoralischen Verhaltens. Als Beweis dienen zwei Fotos aus Studentenzeiten, auf denen er Wasserpfeife raucht, neben einer Schaufensterpuppe. Dies zeige, er sei moralisch nicht geeignet. Weder die Schule in Mikun noch die übergeordnete Schulbehörde haben Anfragen zu Nikitas Kündigung beantwortet. Auch in Mikun ist es nicht anders als in vielen russischen Städten. Über Politik reden sie nicht gerne. Über Nawalny erst recht nicht. Und wenn, hört man kein gutes Wort. In meinem Alter, da sage ich nichts mehr. Nein, da sage ich nichts. Wie soll ich es sagen? Ich gucke keine Politik. Ich habe auch so ein gutes Leben. Datscha, Arbeit, Haus. Was will der überhaupt? Das verstehe ich nicht. Das System gefällt ihm nicht. Will er sein eigenes? Wer weiß, vielleicht haben sie ihn aus dem Ausland geschickt. Wer ist er? Mir gefällt nichts an ihm. Gar nichts. Ist er zu Recht in Haft? Ich meine ja, das entscheiden ja alles die, aber ich meine, da wird schon was dran sein. Im eigenen Land verteidigt ihn nur eine Minderheit. Doch international ist Nawalny längst ein Politikum. Im Juni fliegt Präsident Putin zum Gipfel mit dem neuen amerikanischen Präsidenten Biden nach Genf. Ein Treffen, das beide Seiten positiv bewerten, als Annäherung nach langer Eiszeit. Nur in Sachen Nawalny keine Bewegung. Putin überrascht die internationale Presse mit der Bemerkung, Nawalny habe bewusst entschieden, nach Berlin zu fliegen. Dass Nawalny im Koma lag, erwähnt er nicht. Dieser Mensch wusste, dass er russische Gesetze verletzt. Als ein zu Bewährungsstrafen Verurteilter ist er verpflichtet, sich zu melden. Bewusst, das möchte ich betonen, und unter ignorierender Auflagen ist dieser Herr ins Ausland zur Behandlung gefahren. Nach der Entlassung aus der Klinik hätte er sich, so Putin, bei den Behörden melden müssen. Dies habe er ignoriert und Videos gedreht. Man hat ihn zur Fahndung ausgeschrieben, dennoch kam er zurück. Ich gehe davon aus, dass er es bewusst darauf angelegt hat, dass man ihn festnimmt. Nawalnys Anwälte stellen das anders dar. Er selbst ist aus der Öffentlichkeit verschwunden. Zu seinen Prozessen wird er zugeschaltet. Von einer Strafkolonie in die andere bringt man ihn. Weil seine Ärzte nicht zu ihm dürfen, ist er über Wochen im Hungerstreik. Nachts wird er geweckt, jede Stunde, wegen angeblicher Fluchtgefahr. Einmal zeigt eine regierungsnahe Website Bilder aus dem Gefängnis. Nawalny sehr dünn und mit kahlem Kopf. Die Prozesse gehen weiter. Auch er selbst klagt gegen die Gefängnisverwaltung. Es bestehe keine Fluchtgefahr. Man müsse ihn nicht stündlich wecken, er wolle schlafen. Nawalny verliert diesen Prozess. Im Juni wird Nawalnys Netzwerk zur extremistischen Organisation erklärt und verboten. Auch das Büro in Tomsk, das Ksenia Fadejeva geleitet hat. Ihr Mandat im Stadtrat behält sie. Ksenia ist zu Gast beim unabhängigen Lokalsender TV2, einst weit über Tomsk hinaus bekannt. Ich weiß nicht, ehrlich nicht, was noch alles kommt. Prognosen funktionieren nicht in Russland. Alles ist möglich und die Tendenz ist nicht gut gerade.
Aber auf unserer Seite ist die Wahrheit und die Zeit. Auch Diktatoren und ihr Umfeld werden alt. Wir haben gute Chancen, sie zu überleben und in einem normalen Land zu leben. TV2 hat man vor ein paar Jahren die Fernsehlizenz entzogen. Sie senden jetzt auf Instagram. Guten Abend bei unserer Fragerunde mit Abgeordneten. Heute mit Ksenia Fadejeva. Ein kleiner Versuch des politischen Dialogs, sagt die Redakteurin, aber der klappe nur mit der Opposition. Mit den Leuten von der Regierungspartei ist es schwierig. Die werden nie konkret. Deswegen machen wir schon die zweite Runde mit den unabhängigen Abgeordneten. Das ist interessanter. Die anderen weichen aus. Zum Beispiel bei der Frage, warum sich die Machtverhältnisse nie ändern. Auf die Frage hat Ksenia eine Antwort. Machtverhältnisse änderten sich nur mit freien Wahlen und echter Opposition. Deswegen werde beides verhindert. Die ziehen doch nicht die Schrauben an, weil alles so toll ist und alle Putin lieben. Es ist doch genau andersrum. Lesen Sie mal Kommentare selbst in unpolitischen Foren. Nicht, dass es viele Nawalny-Fans gäbe, aber über den Präsidenten lesen Sie da kein gutes Wort. Nein, auch wenn es anders wirkt, ich bin nicht allein. Tomsk hat traditionsreiche Universitäten. Eine junge Stadt. Doch selbst hier gibt es nur wenige, die sich zu Nawalny äußern wollen. Und wenn, sind sie vorsichtig. Ich kenne mich nicht so aus in Politik. Mit dieser Frage sind Sie falsch bei mir. Ich habe dieselbe Meinung. Man weiß nicht, wem man glauben soll. Ja, er ist ein Blogger, berichtet über Korruption. Und es gibt Korruption. Das ist schlecht. Dass er das aufdeckt, ist gut. Aber er hat nur das, kein politisches Programm. Nawalny? Der Mann hat doch im Prinzip nichts Falsches getan. Ich meine, jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung zu sagen, egal welche. Und natürlich sollte das keine Konsequenzen haben. In Ivanovo ist Sergej Rimski auf dem Rückweg von einem Verhör. Man hat ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet wegen Beamtenbeleidigung, weil er offen die Brutalität der Polizei kritisiert. Wir hatten hier immer eine politisch eher ruhige Gegend. Ohne Widerspruch. Dass da jetzt einer wie ich kommt und sich einmischt, auch in die Politik, das sorgt für Aufsehen. Ich bin jetzt offenbar sowas wie ein ernstes Problem. Am Morgen hat die Polizei seine Wohnung durchsucht. Um 5:30 in der Früh, sagt Sergejs Freundin, haben sie an die Tür gehämmert. Ein ganzes Einsatzkommando war da. Verstehen Sie? Pistole, Maschinengewehre, Schutzwesten, Helme, sogar Schilde. Dachten die, dass wir uns hier mit Waffen verteidigen? Ich will alles waschen jetzt, alles, was Sie angefasst haben, vor allem die Wäsche. Das ist so unangenehm. Die Überwachungskamera in der Wohnung hat alles aufgezeichnet. Sergej hat jeden einzelnen der Männer erkannt, ehemalige Kollegen. Seine Pläne gehen längst weit über Ivanovo hinaus, in die große Politik. 5 Monate nach seiner Kündigung bei der Polizei ist er wieder in Moskau. Im schicken Businessviertel hält die unabhängige Oppositionspartei Jabloko ihren Parteitag ab. Sie hat Sergej als Kandidaten aufgestellt für die Wahl zur russischen Staatsduma. Unwahrscheinlich, dass die Partei in die Duma kommt. Seit Jahren ist sie dort außen vor. Doch für Sergej ist es wie ein Ritterschlag, als sein Name vorgelesen wird. Es nicht zu versuchen, sagt er, sei schlimmer als zu scheitern. Es komme auf jeden an.
Entweder es ist ganz vorbei mit der Oppositionspolitik im Land. Sie treiben die einen ins Exil und sperren die anderen in den Knast. Also so wie jetzt, nur viel schlimmer. Oder es gelingt, wirklich etwas zu verändern. In Mikun versucht Nikita Tushkanov etwas zu verändern. Er klagt gegen seine Entlassung. Vor dem Bezirksgericht findet die Verhandlung statt. Die beiden Vertreter der Schulbehörde versuchen zu verhindern, dass gefilmt wird, doch der Richter erlaubt es. Nikita verteidigt sich selbst. Geld für einen Anwalt hat er nicht. Uns liegt hier eine Expertise vor, sagt der Richter. Wollen Sie die erst studieren? Eine dicke Expertise im Auftrag der Schulbehörde zu Nikitas angeblich unmoralischem Verhalten und dem Foto mit der Wasserpfeife. Das Verfahren wird vertagt, damit Nikita alles lesen kann. Er ist optimistisch. Vom Gefühl her scheint mir, ich gewinne diesen Prozess. Denn sowohl die Staatsanwältin als auch der Richter wirkten auf mich wohlwollend und unvoreingenommen. Am Tag der Examensfeier flanieren die Abschlussklassen durch Mikun. Nicht mal zur Zeugnisübergabe darf Nikita in die Schule. Aber fast seine ganze Klasse kommt zu ihm. Sie sind 17 oder 18 Jahre, auf dem Sprung raus in die Welt. In diesem Alter haben sie ein ausgeprägtes Gefühl für Gerechtigkeit, sagt Nikita. Wir haben gute Noten und viel bei unserem Lehrer gelernt. Und dann werfen die ihn einfach raus, weil er ihnen nicht gefällt? Einfach so? Das ist schrecklich. Mit seiner Klasse hat er auch über den Protest gesprochen und sie ermahnt, auf keinen Fall selbst zu demonstrieren. Ksenia Fadeeva ist es in ihrer Heimatstadt Tomsk zum ersten Mal ungemütlich geworden. Sie hat bemerkt, dass ihr häufig ein bestimmtes Auto folgt. Die machen das sehr offensichtlich, sagt sie. Sie fahren mir hinterher und ich weiß nicht, ob sie mich nicht demnächst festnehmen. Das ist auch eine Art von Druck, den sie da ausüben. Und natürlich ist das nicht angenehm, dieser tägliche Druck, aber das ist für mich kein Grund aufzuhören. Jedenfalls jetzt noch nicht. Manchmal wolle sie am liebsten das Handy ausmachen, keine schlechten Nachrichten mehr lesen. Täglich gäbe es neue. Manche ihrer ehemaligen Mitstreiter sind in Haft oder im Hausarrest, andere ins Ausland geflohen oder so eingeschüchtert, dass sie nichts mehr sagen. Wir werden sehen, was weiter passiert. Schwer zu sagen. Ich will jedenfalls in Russland bleiben. Noch habe ich mein Amt im Stadtrat. Ich werde erst mal weitermachen mit Politik, dann eben unter immer neuen Bedingungen. Ein Jahr ist vergangen seit Nawalnys Vergiftung. Seit Januar ist er in Haft. Und seitdem soll auch nichts mehr an ihn erinnern. Im September wählt Russland ein neues Parlament. Nawalnys Einfluss und sein Netzwerk, einst vom Kreml gefürchtet, werden bei dieser Wahl keine große Rolle mehr spielen. Nikita verliert seinen Prozess. Die Kündigung bleibt gültig. Er will in die nächste Instanz, noch immer ohne Anwalt. Sergei hat seinen Wahlkampf begonnen. Das Strafverfahren gegen ihn läuft weiter. Ksenia darf bei der nächsten Wahl nicht mehr kandidieren, weil sie Teil von Nawalnys Team war.